Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Cities Skylines 2. Ja, unser Flughafen läuft ganz gut. Ich meine, Passagiere haben wir, glaube ich, keine. Mit der Fracht, naja, zwei Passagiere auf 7 Linien. Ich meine, die können sich ihren Platz aussuchen. Die kriegen auf jeden Fall einen Fensterplatz. Wo wollen wir uns diese Folge drum kümmern? Ich würde sagen, einmal um diese Insel hier, ne? Ich hatte das ja schon... Ach, vor weiß ich wie viele Folgen angesprochen, ob wir hier nicht so eine Insel machen mit Sehenswürdigkeiten. Also wir haben ja hier unsere Burg, das könnte man vielleicht ganz geil machen. Und die Bronzestatue würde ich hier einarbeiten. Ich glaube, wir verlängern die Straße mit der Straßenbahn hier rüber. Das heißt, wenn jemand da drüben hin will, sich das angucken will, kann er auch mit der Straßenbahn fahren, wenn er denn ganz lustig ist. Ich glaube, das machen wir mal als erstes. So, jetzt hat sich leider ein kleines Problem aufgetan. Wir wollten ja, dass die späteren Schiffe, Passagierschiffe, hier an unserer Skyline zwischen der Insel durchfahren. Wäre ja ganz cool irgendwie, ne? Aber dafür müssen die Brücken so hoch sein. Das kriege ich hier nicht angeschlossen, richtig, also nicht vernünftig hier an die Straße. Das sieht halt auch kacke aus. Das heißt, wir müssten unterirdisch hier auf die Insel kommen. Okay, dann machen wir das. So, der erste Schritt ist gemacht. Ich habe hier mal diese Bronzestatue genommen. Und naja, da einen Kreisverkehr drum gebaut. Ich glaube, es sieht ganz geil aus. Die Straßenbahn wird jetzt hier rüberfahren. Und dann müssen wir mal gucken, ob die hier wendet. Aber die braucht ja irgendwie auch Haltestellen. Vielleicht hier einfach. Und dann mit Wegen. Ja, müssen wir mal sehen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir hier große Straßen und lassen die abgehen? Oder kleine? Ich meine, so viel wird jetzt hier nicht los sein. Aber kleine sieht halt auch ein bisschen aus, ne? Vielleicht ja große, die wir hier so enden lassen dann irgendwie. Also hier und dann vielleicht hier mit einem Kreisverkehr. Zack. So, dann können wir hier ein bisschen Parks bauen und ganz tolle Sachen machen. Vielleicht halt auch mit diesen Fußgängerzonen, ne? Die Burg würde ich jetzt halt mal irgendwo hinstellen und mal einfach mal gucken. Okay, die ist schon sehr riesig. Ich habe auch was vor damit. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, da ist die erste Straßenbahn gekommen. Alles klar. Müssen wir mal sehen. Okay, da muss der Straßenanschluss hin. Ich setze sie erstmal hin. Die Burgruine kann man... Die kann man nicht. Doch, die konnte man noch. Ah, so. Die können wir da irgendwie mit einbauen. Da muss ich mal gucken, wie wir es machen. Die würde ich auf jeden Fall mit dem Weg hier anschließen, mit so einer Fußgängerzone. Okay, wir müssen das Ganze hier anschließen. Dann vielleicht so. Müsste man mal sehen. Okay. Habe ich genug Platz für den ganzen Quatsch hier? Wahrscheinlich nicht. Ich reiß das eben nochmal ab und will die Burg nochmal anders hinstellen. Vielleicht so. So. Okay. Dann hatte ich überlegt mit Fußwegen. Ich muss mir mal eben hier so ein Netz schaffen. So. 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 Okay. Hier auch einmal drumherum, dass wir das einmal eingenetzt haben, wie Günther Netzer. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ich habe echt keine Ahnung. 28 Meter, 32. Ich überlege mir mal,
Was? Hm. Ja, so nun der kleine Zwischenstand hier. Ich habe die Burg ja ganz großzügig gebaut. Ich wollte hier so ein bisschen, weißt du, früher diese, ich weiß gar nicht, Festungen, die hatten noch immer so, naja, müsst ihr mal googeln, alte Festungen, ach, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich hätte auch gern so einen Burggraben gehabt tatsächlich, aber traue ich mich jetzt nicht ran. Ja, vielleicht irgendwann mal. Müssen wir mal sehen. Ich habe ein paar Parkplätze gebaut, ein paar Parks. Wir müssen ein paar Bäume natürlich pflanzen hier. Die alte Burg... Sorry. Die alte Burgruine habe ich hier nebengestellt. Quasi ist das die alte Burg, die verfallen ist. Und hier wurde die große neue Burg, Festung, was auch immer gebaut. Sieht auch ganz geil aus von innen. Ich finde das richtig geil. Aber den Husten finde ich nicht so geil. Du Hustensohn. Mega geil. Also mega cool. Ja. Vielleicht lockt es ein paar Leute an. Ich weiß es nicht. Bis jetzt. Parkplätze sind leer. Hier habe ich noch einen Park gebaut. Da kommt der erste Tourist. Was auch immer du bist. Bleib mal hier. Er will zur mittelalterlichen Burg. Ist das schön. Hier können wir, glaube ich, die Ampeln wegnehmen. Naja, müssen wir mal sehen, wo er parkt. Ja, yeah, sehr schön. Familie Schmetzer. Ja, erste Reihe, natürlich, sei dir gegönnt. So. Guck mal, ja. Sie gehört zur Familie Schmetzer, aber heißt Preuß. Na gut, ist ja auch egal. So, mal gucken, ob die da reingeht. Ja. Das ist ein komischer Weg zur Burg jetzt, aber... Okay. Vielleicht erst die Außenanlage sich angucken. Hier mit mittelalterlichem Friedhof und so. Wir gucken mal. Na? Sie wandert auf der Beethoven. Oh, erstmal Selfie machen. Ja, genau. Ja, sehr gut. Jana. Ich hoffe, die mögen ganz viele Leute folgen. Okay. Ja, sie guckt sich den Friedhof an. Ist doch was Tolles. Naja, wenigstens einer der knapp 90.000 Einwohner interessiert sich ein bisschen fürs Mittelalter oder für tote Leute. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ist auch egal. Vielleicht machen wir hier noch irgendwie so parkmäßig was hin. Ist auch irgendwie wieder ein, ja, relativ, ja doch, guck mal, den können wir hier machen. Relativ großes Projekt ohne Feuerstelle. Das wäre natürlich auch was. Was ist das? Achso, Parkpflegeauto. Naja, auch das muss gemacht werden. Iana geht jetzt wahrscheinlich wieder nach Hause. Er fährt einfach durch die Zäune durch. Jo, kann man machen. Das ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Was kaputt gefahren wird, muss auch wieder aufgebaut werden. Na gut, ja, ist doch schön. Ersten Gast gehabt. Wer ist das? Ist das auch hier Parkpflege? Ja, schade. müssen wir vielleicht hier auch, naja, Parkranger bauen, ne? Ja gut, die Straßenbahn bringt halt auch niemanden. Ach, hier gibt es auch gar keine Haltestellen. Ja, ich hab's vergessen. wo machen wir die denn hin? Hier im Kreisverkehr ist halt auch Quatsch, ne? Dann lieber hier. Und die Linie muss verbunden. Achso, die ist ja, läuft ja schon hier. Einmal zack und einmal zack. Später vielleicht auch noch eine Busverbindung. So, das heißt, die Leute können dann von hier per... Nein, da. Ja, können hier einfach mal quer rüber gehen. Vielleicht hier sogar anschließen das Ganze. Können hier eine Abkürzung nehmen, wie auch immer. Vielleicht sogar noch einmal hier lang. So, ist dieser Weg hier angeschlossen? Sieht mir irgendwie nicht so danach aus. Nervt mich ein bisschen. Ja, doch, irgendwie schon. Naja, gut. So. Da kommt ein Müllwagen. Und lässt die Straßenbahn jemand raus? Nein.
Schade. Vielleicht machen wir hier auch einen Fußgängerüberweg, oder? Machen wir den oberirdisch? Können wir hier einmal bitte... Ich hätte da gerne... Oder geht das an Haltestellen nicht? So. Da oben, ja, dann nehmen wir die mit. Machen aber die Ampeln aus. Auch hier im Kreisverkehr aus. 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 Okay. Ja, das macht sie doch ganz gut. Okay, also ein paar Feuerstellen. Vielleicht hier oben. Wir müssen halt immer gucken, dass wir das Ganze auch mit der Straße angeschlossen bekommen. Das heißt, ich würde jetzt mal von hier rüber gehen. Also gerade, oder halbwegs gerade durchziehen, zack. Und dann mit den, mit diesen Fußgängerzonen. Was steht da? Fußgängerstraße, ja. Wer kennt sie nicht? Ja, das Spiel ist echt toll. Na gut, ist vielleicht einfach so übersetzt. Und dann von hier aus nach hier gehen. Okay. Oh, das Spiel hat mal wieder gespeichert. Sehr schön. Wir haben es gemerkt. okay, das ist ein bisschen too much. Oder warte mal, wir müssen ja gar nicht diese nehmen. Wir können ja auch hier so eine Gasse. Gasse. Oder Feldwege von mir aus. Feldwege wären auch geil, ne? Also fürs reale Feeling. Ist da hier was los? Nein? Schade. Okay. Könnte man hier vielleicht so ein... Hier lang. Da lang. Hier so eine schöne Gasse machen. Kann man die hier anschließen an dem Weg? Ja. Glaube ja. Okay. Das wäre doch cool. Und dann ein paar Feuerstellen. Ich glaube, die Gasse ist immer noch... Müssen wir mal sehen. Und vielleicht so. Bäume müssen wir eh noch pflanzen. Das heißt, es wird ja alles hier irgendwie ein bisschen... So wird ja alles grün und Wald und... Ne, ihr wisst. Wir sind ja eine grüne City. Bis auf das Atomkraftwerk, was irgendwann mal kommt, damit wir konstant Strom haben und nicht nur dann, ja, wenn das Wetter will, quasi. So. Schön grün machen. Ich finde es bis jetzt eigentlich ganz geil, wenn man das mal so sieht, irgendwie. Mit dem Kontrast zur Stadt oder so. Also ich, irgendwie schon cool. Mal gucken hier im Fotomodus. Ja, okay, ändert nicht viel, aber ja, doch. Gehen wir ein bisschen näher ran. Also ich würde mal so und so. Ja. Ja. Ich meine, ganz geil, oder? Okay, Feuerstellen haben wir. Nur wir werden das Problem haben, dass keiner hierher kommt. Keiner will das sehen. Keiner will das sehen. Außer die Parkpfleger. Ja, schade. Ich dachte, da kommt vielleicht ein bisschen mehr bei rum. Naja, okay. So, ein paar Wege können wir noch machen. Und dann lassen wir ihn, glaube ich, auch erstmal so. Okay. Hier direkt am Strand. Oder was heißt Strand? Aber das wäre ja nochmal geil, wenn jetzt demnächst mal was rauskommen würde. DLC-mäßig, Strand, irgendwie könnte man halt auch geil in die Stadt irgendwie mit einbauen. Lass mich mal hier. So, so. Und vielleicht auch einmal so. Okay. Dann haben wir hier einen Weg, der nach hier geht. Der schlägt hier wieder ein. Geht dann hier oben ein bisschen lang. Hier. Man kann hier einen schönen Rundlauf machen. Wenn man gerne joggt, hat man auf jeden Fall eine ewig lange Strecke. So. Und
hier einmal. Hier wieder hoch, vielleicht so. Und so. Kann man das hier auch rüberbauen? Vielleicht sogar irgendwie nochmal so. Muss ja irgendwie noch was aussehen, ne? Ja, das finde ich ganz geil. Sehr schön. Kann man hier irgendwie sehen, wie viele Gäste da waren? Nee, ne? Angestellte gibt es aber auf jeden Fall. Oh, keiner da. Ich bin traurig. Oh, hier hat jemand geparkt. Besitzer, Familie Frank. Wo sind die hin? Haben die jetzt einfach nur hier geparkt? Das ist doch kein öffentlicher Parkplatz hier. Apropos Parkplatz. vielleicht so ein kleinen hier irgendwo. Hier oder da. Hier hinten vielleicht so. So. Zack. Hier haben wir halt auch keinen, ne? Die könnten hier. Wir können auch einen kleinen bauen. Ist ja realistischer. Zack. Da gegenüber. Ja. So können wir es, glaube ich, erstmal lassen, Leute. Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Was wir in der nächsten Folge machen, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal sehen. Vielleicht bauen wir hier ein bisschen dran weiter. Oder wir kümmern uns darum, dass wir einen Hafen bekommen. Passagierhafen. Das wäre vielleicht der nächste coole Schritt. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.